nicht besonders hervorragend und sucht die drei, er sucht Eselinge von seinem Vater und wie er sie dann nicht findet, bringt ihn das zu Schmuel, zum Propheten, der einen Tag vorher schon eine Information bekommen hat darüber, dass er nun Schaul zum Propheten machen wird. Der Text, der mir da fehlt, der ist noch von letzter Woche, den habe ich leider dieses Mal nicht mehr gebracht. Ich wollte aber noch einen kleinen Nachtrag dazu bringen. Wir haben letzte Woche von den drei Zeichen gesprochen, letzte Woche sind es von zwei Wochen, von den drei Zeichen, die Schmuel, Shaul, dem Übernacht gewordenen Übernacht gewordenen König Israel, mit dem Schmuel ihn sagen wir mal, konfrontieren möchte, drei Zeichen. Ich möchte nicht nochmals zurückkommen auf alle drei, nur auf das dritte, von dem haben wir nicht so viel gesprochen. Im selben Kapitel, in den letzten Sekunde, in den Sätzen, die hier nicht stehen auf der Tafel, und zwar so etwa ab Satz 10 bis Satz, eigentlich bis Satz 13, 10 bis 13, 13, 14. Da wird erzählt, dass Shaul nun eine ganze Gruppe von Propheten trifft und nun so quasi überwältigt wird von einem Geiste der Prophetie und sich nun unter die Gruppe von Propheten eigentlich mischt und dann mit prophezeit. Er hört sich so einfach an und tatsächlich sind die Leute dann, die Shaul kennen, von vorher her gesehen, die sind ein bisschen erstaunt, die ihn da sehen, so prophezeiend quasi, und fragen sich dann, ist das wirklich Shaul? Ist nun Shaul ein Prophet geworden? Und das ist eigentlich das erste Mal, seit Shaul den Status von König bekommen hat, seit er gesagt ist, dass er nun auch irgendwie in der Öffentlichkeit auffällt als jemanden, als jemanden, der eine gewisse Änderung erfahren hat. Es ist noch nicht offensichtlich, dass er sein oder deshalb König sein muss und es ist auch noch nichts Offizielles darüber gesagt. Die ganze Sache ist eine Sache zwischen Shmuel und Shaul. Zwischen dem Propheten Shmuel und zwischen Shaul. Er nun auch ein bisschen prophezeit sein. Was ich Ihnen aber zeigen wollte, in diesem Zusammenhang, das hat einfach letztes Mal nicht gereicht, das ist dieser Text, den Sie hier vor sich haben, das ist ein Text, der ist ganz, ganz übersetzt. Da kann ich Sie jetzt auch nicht auf eine Übersetzung verweisen. Ich darf Ihnen aber sagen, zuerst mal, in welchem Buch wir es zu tun haben. Wir haben es hier zu tun mit dem Rambam des Rabbi Moshe ben Maimon. Und zwar haben wir es hier mit dem Hilchot Yesodei HaTorah. Das sind die Grundbasen der Torah. Und zwar das siebte Kapitel Perek Zayin, die Halacha Dalet. Und hier spricht Rambam, der ja vor ca. 1000 Jahren gelebt hat, hier spricht Rambam über die Prophetie. Also ich maße mir nicht an, jetzt quasi einen Vorteil zu geben über das Thema Prophetie. Aber wir haben schon, nachdem wir schon im Text, im 10. Kapitel, in ein paar Sätzen dieses Phänomen der Prophetie getroffen haben, ist es eine Gelegenheit, ein klein bisschen reinzugucken, was unser großer Adler Rabbi Moshe ben Maimon über die Prophetie sagt. Und gerade speziell deshalb, weil Rambam hier an dieser Stelle seine Halacha
in Zusammenhang bringt und stellt mit der Stelle, die wir soeben erwähnt haben im Sefer Shmuel. Rambam sagt Folgendes: Kol Hanevi'im, alle Propheten, ja, im mit Nabim, Bechol Etsheyotzu. Sie können nicht prophezeien zu jeder Zeit, die ihnen gerade, das ihnen gerade recht ist, wo sie gerade wollen. Rein nach ihrem Wesen, das geht nicht so. Ela sagt er, sondern Mechavnim. Das heißt, sie müssen ihre Gedanken richten, richten vom Wort Richtung. Sie müssen ihre Gedanken richten. Und zwar in welche Richtung? Und das ist nun die Fortsetzung. Mechavnim datan veyoshvim, dabei sitzen sie. Also das könnte man beinahe bis jetzt bezeichnen als Meditation. Bevor man zur Prophetie kommt, muss man meditieren. Man muss sich konzentrieren, man muss seine Gedanken ausrichten und man muss dabei sitzen. Wirklich, so stelle ich mir Meditation, ich bin kein Spezialist von Meditation, aber so stelle ich mir das etwa vor. Und dann, wie muss der Gemütszustand sein in dieser Phase? Smechim betubelef. Also, sie müssen sich freuen, smechim, simcha, betubelef, zu gutem Herzen sein, guten Gemütes. Und noch steht hier, mit Bochdim. Sie müssen sich ein bisschen absondern voneinander. Also, da ist wichtig auch diesen Dialog, der zwischen ihnen und Gott entstehen kann. Und dann ein ganz wichtiger Satz hier: She'ein ha-nevu'a shura lo mitoch atzlut, lo mitoch atzlut, ela mitoch simcha. Denn die Prophetie kann nicht auf einen kommen, weder in Traurigkeit noch in Trägheit. Traurig und träg hat was miteinander zu tun. Die Traurigkeit bringt den Menschen zu einer Trägheit, zu einer trägen Fassung. Und die richtige Fassung, sagt Rambam, ist mit doch Simcha aus der Freude heraus. Und deshalb sagt Rambam, Lefichach, Benei Hanevi'im, wenn man sagt, Benei Hanevi'im, die Söhne der Propheten sind nicht die Söhne gemeint biologisch, sind gemeint die Prophetenschüler. Die Propheten Jünger, und es gab wahrscheinlich ganz viele, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Lehen wie ihn lifnehem, Nevel, Vetov, Vechalim, Vechinor. Das ging nicht ohne Musik. Da war eine Harfe, da war eine Trommel, da war eine Flöte, da war eine Geige, da war ein ganzes Orchester. Es ist gar nicht denkbar, sagt Rambam, Prophetie ohne Musik. Das geht nicht. Verbindung mit Gott ohne Singen, ohne Musik, undenkbar. Und dann aus dieser Atmosphäre heraus, aus dieser Meditation, aus dieser Freude, aus diesem Gemütszustand, der entsteht aus Musik, aus wirklicher innerlicher Erhebung, dann erst können Sie die echt verlangen, und dann kann sie auch kommen. Und dann sagt Rambam, Reseu Shene Ema, und das ist genau das, was es heißt, dort im Text, den sie leider nicht mehr vor sich haben, das war im letzten Schild, aber das war ein paar zu kennen. Ein paar Verse vor diesen Versen, die wir heute lernen. Vehema mit Nabim. Wenn wir das wirklich übersetzen, Vehema mit Nabim, heißt das, sie prophezeien sich. Sie tun sich so prophezeien. Ja, nicht die Prophezeiung, die Prophezeiung nicht, sondern eine reflexive Form, das Wort mit Nabim, reflexiv, ja, mit Nabim. Okay, und Klobar, das bedeutet, Alchim Baderich HaNevuah, Atschi Nabuk Moshe Taumer, Klomi Mitgedein. Also das heißt, dieser Ausdruck bedeutet, Shaul, wie es im Zitat aus unserem Kapitel, Shaul wurde nicht von einem Moment auf den anderen in den Vorhinein
ausgewachsen, nicht ein voll ausgewachsener Prophet, sondern er kam ins Prophezeien rein, wurde ein Jünger, der zu prophezeien, der in die Phase kam, sich vorbereiten und hineinsteigen ins Prophezeien. Aber er war immer noch auf dem Weg. Okay? Gut, wunderbar. Und damit habe ich meinen Nachtrag beendet und möchte zurückkommen zum Text, den wir soeben vorher eingeblendet haben und noch nicht angefangen haben zu lernen. Okay, möchte hierzu jemand irgendeine Bemerkung geben? Ihr seid alle eingeladen. Ich freue mich auch, dass ihr alle wieder da seid. Nach Hanukkah mit mehr Licht wieder mit dabei seid. Möchte jemand irgendetwas dazu bemerken? Und sonst fahren wir einfach weiter. Okay? Ihr wisst, ihr dürft auch schriftlich etwas chatten. Kein Problem. Bitte. Ich möchte einfach inzwischen abrufen, wenn Sie vielleicht jetzt versuchen können, ein Audio zu tauschen. Also mit diesem Mikrofon hört man nicht so gut. Versuchen Sie vielleicht wieder im Audio zu anderen Mikrofon zu wechseln. Okay, ich versuche. Sehr gerne. Ist. Okay. Okay. Freut mich, ja, es ist unglaublich. Wir lernen jedes Mal wieder was dazu. Ja. Tut mir leid, liebe Freunde, aber jetzt klappt es. Gut, haben Sie mich vorher gar nicht gehört? Soll ich wieder von vorne anfangen? Haben wir gehört, es war einfach nicht klar. Jetzt ist es ziemlich besser. Ja, ich sehe auch schon, die Reaktionen hier sind wirklich echt voller Begeisterung. Das ist super. Gut, dann kommen wir jetzt zum Text zurück. Okay, wie vorher schon erwähnt, ist Shaul, den wir jetzt erst allmählich kennenlernen werden, Shaul ist gesalbt, aber Shaul ist noch nicht König. Das Volk weiß von gar nichts. Das Volk ist nach Hause gegangen, ziemlich enttäuscht, nachdem es einige Kapitel vorher einen König verlangt hat und von Schmuel eigentlich ganz schön barsch sozusagen refüsiert wurde und das Volk wurde nach Hause geschickt. Und eigentlich ist es enttäuscht, ist es frustriert und ist ohne Hoffnung. Wir, die hier das Tanach lesen, wissen es schon, wir sind im Bild, Schmuel weiß es natürlich und Shaul weiß es. Sonst weiß es niemand. Und der Text betont sogar, und auch das habe ich hier leider nicht zitiert, im 15. Satz, genau einen Satz vorher, sagt uns der Text auch, dass der Onkel, doch, das steht eigentlich hier genau, Entschuldigung, schauen Sie mal hier im 16. Satz, der Onkel Shauls erkundigt sich bei Shaul, was denn er mit Schmuel geredet habe. Und hier steht ausdrücklich, Vayomach Shaul el Dodo. Shaul sagt seinem Onkel, er hat uns erzählt, dass die Geselinnen gefunden wurden. Okay, mein Deutsch. Jedoch, die Angelegenheit von dem, dass er König geworden ist, hat er ihm nicht erzählt. Schmuel erzählt es nicht. Shaul erzählt es nicht. Hat Schmuel Shaul so instruiert, er dürfe niemandem etwas erzählen? Wir wissen es nicht. Es steht hier nicht. Aber ist es sinnvoll, jetzt einem zu erzählen und daraus ein Gerücht entstehen zu lassen? Ist auch eine gute Frage. Aber der Text betont, Shaul hat diese Sache nicht erzählt. Okay. Man kann darin eine Disziplin sehen, eine Folgsamkeit. Shaul ist nun bereit, alles genau so zu machen, wie Schmuel ihn anleiten wird, erwartet auf die Anleitung der Beziehung. Solange
Schmuel ihm nichts anderes sagt, macht er nichts. Kann sein. Es kann aber auch sein, dass Shaul ganz einfach noch nicht fähig ist, dazu zu stehen. Ich, König, ihr seid etwas völlig Neues. Stellen Sie sich vor, das würde Ihnen so gehen. Plötzlich sind Sie der Boss. Nicht nur der Boss von, was weiß ich, von einer Abteilung in einer Firma. Sie sind plötzlich der Boss der ganzen Firma. Nein, Sie sind plötzlich der Boss der ganzen Firmenkette auf der Welt. Sie sind plötzlich der Big Boss. Das ist etwas, da braucht man eine Zeit, sich daran zu gewöhnen. Und deshalb werden wir jetzt verfolgen, wie das weitergeht. Wer nun die Initiative ergreift, ist natürlich Schmuel. Schmuel macht nun eine Vollversammlung des Volkes. Das muss der nächste Schritt sein. Und im 17. Satz heißt es deshalb, Vayatzeik Schmuel et ha'am el Hashem ha'mitzpah. Also Vayatzeik, vom Wort Zoek. Zoek heißt schreien. Es war eine besondere Form, es steht hier nicht, Yitzhak, Schmuel hat nicht geschrien, aber Schmuel hat hinausgeschickt die Schreier. Nun gut, Schreier in dem Sinn, Leute, die halt das Volk zusammengetrommelt haben, zusammengerufen haben, und zwar an einen Ort, der heißt Amitzpah, und dort muss auch ein Misberg gewesen sein, ein Altar, an dem man Gott geopfert hat, und deshalb El Hashem. An diesem Ort, am Mitzpah, spricht nun Schmuel zum Volk. Eine Rede, die wieder einmal, sagen wir mal, wenn wir das jetzt so lernen, die uns wieder mal das Privileg so richtig spüren lassen, dass wir dabei sind. Ein historischer Moment. Entschuldigung, wenn ich das vergleiche mit einem Moment, der für Sie vielleicht profan erscheint, aber seien Sie mir nicht böse, vor 65 Jahren wurde der Staat ausgerufen, der neue Staat Israel, und es wurde dabei auch ein Mann, der quasi nun der erste Ministerpräsident ist, bekannt gegeben. Und ganz ähnlich hier, es geht es darum, auszurufen, wer der erste König im jüdischen Volk ist, der erste König in der ganzen Geschichte. Moshe war natürlich auch ein Leader des jüdischen Volkes, aber nicht in Eretz Israel. Joshua war auch ein Leader des jüdischen Volkes. Aber da waren wir noch nicht so etabliert. Und während der Zeit der Schoftim, da waren viele regionale Schoftim, Richter mit verschiedensten größeren und noch größeren guten Eigenschaften. Aber es gab noch keine zentrale Persönlichkeit. Das erste Mal, dass in Eretz Israel, im etablierten Eretz Israel, nun ein König da ist, das ist jetzt, hier, der 18. Pasuk im 10. Kapitel vom Sefer Shmuel. Bei Yomer, El Bnei Israel, Ko Amar Hashem Elokei Israel, diese Ansprache, Ko Amar Hashem Elokei Israel, so sagte der Ewige, der Gott Israels. Ach, eine schöne, schöne Ansprache. Und jetzt passt gut auf, es ist alles so feierlich. Anochi Eleti Et Israel wie Mitzrayim. Ich habe Israel aus Ägypten hinaufgeholt. Va'azilut etchem miyad Mitzrayim. Und ich habe euch gerettet aus ägyptischer Hand. Und das ist wunderbar. Wir atmen Geschichte. Umiyad kolam amlachot halochatzim etchem. Und auch aus den Händen, aus der Hand von all diesen verschiedenen Königreichen, die euch unterdrückt haben. Das ist die Zusammenfassung vom Sefer Shoftim in 5 Worten. Und jetzt passt gut auf, jetzt kommt der 19. Satz, das würden wir doch erwarten. Und jetzt kriegt ihr einen König. Also jetzt die große Wende. Wer dem und ihr, Hayom me'astem et Elokechem, ihr habt
euren Gott minder geschätzt, als wo Moschia lachen, Nikol Raotechen, Zarotechen, welche euch gerettet von allem Schlechten und allen Bedrängnissen. Watom Rulo, und er sagt ihm, beziehungsweise ihr habt ihm gesagt, Ki Melech Tassim Alenu, wir wollen einen Melech, einen König über uns. Ve'ata hitiatzvu lifnei Hashem, v'shivtechem u'la'alfechem. Also, Gott macht uns keine Ermäßigung hier, beziehungsweise Schmuel, der im Namen von Gott, das Wort Gottes an uns richtet, macht uns keine Ermäßigung. Der historische Moment zweifelt ohne ein großer Moment. Aber wir kommen nicht darum herum, noch bei der Gelegenheit also dass es uns nochmals in Erinnerung gerufen wird, dass eigentlich dieses Verlangen, dieses Fordern eines Königs nicht aus ganz reiner und positiver Motivation kam und nicht ganz, dass die Zeit noch nicht ganz reif ist dafür, dass aber Gott mit uns eine Konzession macht und uns den König trotzdem gibt. Und so sollen wir uns nun aufstellen, gerade als ob jetzt eine Wahl stattfinden würde. Die findet natürlich nicht wirklich statt. Was aber ja stattfindet, ist eine Art, eine Verlosung. Und die beginnt hier im Pasuk Kaf. Und da wird zuerst der Stamm verlost, aus dem der König sein soll. Und der ist dann Binyamin. Und dann wird die Familie verlost, aus diesem Stamm, aus der der König sein wie soll. Die Familie ist dann, die heißt hier Matri. Und dann soll der Mann ausgewählt werden aus dieser Familie. Und das ist Shaul ben Kish. Alles das natürlich wird gemacht mittels der Urim Betumim. Und danach fragt man Gott an, ja, wo ist er denn? Wo ist er denn nun, dieser Mann? Und hier, ganz wichtig, diese Worte, Vayomer Hashem, Hine, Hu, Nechba, El Hakelim. Ja, was so viel heißt wie, er versteckt sich quasi in den Geräten. Ja, es gibt da viele Erklärungen, welche Geräte gemeint sind. Laut einer Erklärung ist gemeint die Urim Bitumim selber, laut anderen Gemeinungen handelt es sich um was ganz anderes. Aber egal, er versteckt sich. Das ist das Wichtige. Shaul versteckt sich. Also nun ist der Name von Shaul schon gefallen, öffentlich. Und Shaul ist immer noch scheu. Shaul ist immer noch, will es noch nicht so richtig wahrhaben. Beinahe schon hört sich ein bisschen, ich will es nicht sagen, aber trotzdem, es gibt kein besseres Wort. Ein bisschen trotzig. Ein bisschen, okay. Und nun wird Shaul gesucht, ganz dringend, bei Aruzu, bei Kachumisham, wird dort rausgeholt und wird nun, quasi, jetzt muss er sich Frage stellen. Und ich glaube, da ist der ganz wichtige Wendepunkt bei Yitiazef. Bei Yitiazef heißt nun, er hat sich gestellt, er hat sich aufgestellt, er hat sich, wissen Sie, auf Ivrit, wenn man spricht von Stabilität, im modernen Ivrit spricht man von etwas, und das ist Yatziv. Yatziv heißt stabil. Wer das Morgengebet regelmäßig verrichtet, weiß auch, dass das heißt Emet Yatziv. Also, was wir da gesagt haben, nämlich Schmeißrein, das sei wahr und eben stabil, also hält auch an. Und Vayit Yatzef heißt also nun, nach allen ersten, sagen wir mal, Posen von Scheu und von Flucht in einem gewissen Sinn und Trotz in einem gewissen Sinn, kommt nun dieses Vayit Yatzef. Und zwar, Vayit Yatzef wird doch an. Er stellt sich also auf, noch inmitten des Volkes, ganz wichtig, inmitten des Volkes, das wird uns
werden wir später auch wieder treffen, dieses Inbitten des Volkes. Und gleichzeitig bei Ikbar Mikol Ha'am, er ist also ein großgewachsener Mann, Mishichmo Vamala, ja, ein hochgewachsener Mann. Aber noch immer wendet sich nicht Shaul ans Volk, sondern Schmuel. Schmuel ist der Sprecher. Schmuel ist immer noch die führende Persönlichkeit. Vayomer Schmuel Kol Ha'am. Schmuel spricht nun zum ganzen Volk. Hare Item. Asher Bachar Bo Hashem. Habt ihr gesehen, wen Gott gewählt hat, ausgewählt hat? Ki ein Kamohu Bechol Ha'am. Es gibt keinen so wie er im ganzen Volk. Und das Volk freut sich. Seine Reaktion war ja Riu. War ja Riu. Sie kennen das Wort Trua. Beim Shofar. War ja Riu. Das ganze Volk jubelt und sagt, was es sich schon so lange gewünscht hat, dass es es sagen kann. Vayomru Yechi HaMelech. Und da sagt es, es lebe der König. Also so wie es jetzt aussieht, heiterer Himmel, Sonnenschein, alles wunderbar, super. Shaul darf sich der vollen Unterstützung des Volkes wägen, in Sicherheit wägen. Und immer noch ist es Schmuel, der nun weiter spricht. Mit Shaul hören wir noch nicht. Fällt ein bisschen auf. Was sagt Shaul zum Volk? Aber noch nichts. Und nun, bei der Ber Shmuel im 25. Satz, bei der Ber Shmuel el Ha'am, et Mishpat HaMelucha, ויכתוב בספר, וינח לפני השם, וישלח שמואל את כל העם, איש לביתו. Nun werden die Gesetze des Königs vorgelesen, vorgetragen durch Schmuel, auch aufgeschrieben und irgendwo an einem heiligen Platz auch aufbewahrt. Und Schmuel schickt das Volk wieder nach Hause. Ich leveto, jeder geht nach Hause. Es ist uns allen klar, dass das ganz ein wichtiger Akt war, aber ganz bestimmt ich bin gerade dabei, eine Bemerkung hier zu lesen von Herrn Kahn. Ja, genau. Der Navi im ganz speziellen Schmuel, muss man sagen, war ein Navi, der auf sich einiges vereinigte. Er war nicht nur ein Navi, nicht nur ein Prophet, er war auch eigentlich ein Priester im Bet Midrash und er war auch ein Melech. Er hat auch Kriege geführt fürs Volk. Er war auch ein Schofet. Von daher auch das große Unverständnis von Seiten von Schmuel für diese Bitte des Volkes. Und dennoch brauchen wir in der Infrastruktur von dem ganzen Apparat, der an der Spitze des Volkes steht, brauchen wir diese Domänen alle ein bisschen. Jede Domäne für sich. Melech, König ist König für sich. Er macht die Kriege. Navi ist der Prophet und er wird damit bemüht sein, dem König klarzumachen, dass die Handlungen des Königs dem Willen Gottes untergeordnet sein müssen. Das wird dann die Aufgabe sein, auf die sich der Prophet voll konzentrieren muss. Und wiederum die Schoftim, die werden sich um die Gesetze kümmern. Okay. Ah, okay. Also, wunderbar. Sascha hat eben bemerkt, dass es fraglich sei, wie viele Schlichim es bräuche für Am Israel. Nicht nur ein Navi, sondern auch noch einen König.
Und deshalb habe ich das erklärt, was ich jetzt erklärt habe. Ja, es stimmt schon, es mag schon stimmen, dass Schmuel das in einer Person vereinigt hat. Aber eigentlich, laut dem göttlichen Konzept, ist es ja so nicht ideal und nicht realistisch. Okay, gehen wir noch einen Schritt weiter hier im Kapitel. Da kommt ein sehr interessanter Satz. Das Volk, jeder ging nach Hause, begann Shaul. Also genau wie das Volk, so auch Schmuel, kam Shaul, halach leveito, auch er ging nach Hause. Ah, ich schaue wieder beim Chatten und sehe, hier wird noch eine Frage gestellt. Waren nicht die Hashmonaim sowohl Melech als auch Kohanim? Da haben Sie vollkommen recht. Diese Frage muss ich beantworten mit Ja. Sie waren tatsächlich Melechim und Kohanim. Aber war das gut? War das richtig? Die Antwort ist nein. Also, zu der Zeit haben die Hashmonaim sehr Wichtiges geleistet. Sie haben uns gerettet vor der totalen Assimilation, vor dem Untergang des Volkes. Gott behüte. Aber dennoch müssen wir die Wahrheit sagen, dass es die Hashmonaim nachher gemacht hat, dass sie geherrscht haben und gleichzeitig Melech und Kohen waren, das war nicht in Ordnung. Und deshalb konnte das auch nicht allzu lange dauern. Und hat auch in chaotische Zustände geführt, früher oder später. Aber zu der Zeit, als sie das Volk gerettet haben, haben wir diese Frage gar nicht gestellt. Wir sagen, Yashar Koach, und wir machen Chanukka, und wir singen Maus Zur, und so weiter. Gut. Das soll uns nur eine Lehre davon sein, dass manchmal, um das jüdische Volk zu retten, nicht alles im Ideal, mit idealen Formeln zu machen ist. Auch heute nicht. Der heutige Zustand ist auch nicht ideal. Aber wenn ich jemanden frage, also was ist Ihnen lieber, Staat Israel oder lieber wieder zurück nach Auschwitz, dann grinst mich jeder an. Ja klar, natürlich ist es klar. Darum sagen wir Gott 100-mal Danke für das, was wir haben. Warum 100-mal? Tausende von Malen und noch mehr für das, was wir haben. Auch wenn wir wissen, dass das, was wir haben, nicht ideal ist. Wir müssen nur aufpassen und die Ambition haben, immer den Blick gerichtet zu haben in die Richtung Perfektionieren. Ja? Gut, und damit kommen wir nun zurück auf unser Kapitel. Ich möchte gerne hier einen Mamar Chazal einblenden zu dem, was wir vorher gesehen haben, nämlich diesen Midrash. Ich hoffe, Sie können es gut sehen. Das ist der Midrash Tanchuma. Er ist basiert, also er bezieht sich auf den Pasuk hier im dritten Buch, der erste Pasuk, Vayikra el Moshe. Und was hier nicht ersichtlich ist, das ist, dass in der Torah bei diesen drei Worten, Vayikra el Moshe, da rief er zu Moshe, ist das alles vom Wort Vayikra, ist das alles klein geschrieben. Hier ist es in derselben Höhe wie die anderen Buchstaben, dieselbe Größe, dieselbe Proportion, aber in der Torah ist es klein geschrieben. Und von diesem kleinen Alles wird unter anderem eins von den Erklärungen, ich würde sagen, die dominante ist die, dass halt Moshe sich so klein gemacht hat. Er hat sich nicht so wohl gefühlt wie zum Vayikra. Dieses Vayikra, Gott rief ihn, das wäre wie wenn er quasi ein Hausgenosse wäre bei Gott. Und das wollte er nicht, er hätte das lieber ohne alle wollen. Dann wäre dort gestanden, Vayikra, quasi Gott ist zufällig ihm erschienen. Also aber Moshe war eben bescheiden. Und genau das ist das Thema. Dieser Midrash stützt sich
auf den Satz, den Sie hier unten hoffentlich sehen, nämlich ein Satz aus Mishlei und aus dem 29. Kapitel der Sprüche. Und dort heißt es, Gavat Adam Tashpilenu, Ushfal Ruach Itmoch Kavod. Also der Hochmut des Menschen, gerade der ist es, der ihn eben runterkommen lässt. Während, wenn ein Mensch eben nicht hochmütig ist, sondern bescheiden, Schfal Ruach, dann im Gegenteil wird die Ehre ihn stützen. Und in Abstützung auf diesen Pasuk wird hier oben im Midrash Folgendes gesagt. Kol mi sheporeach min asrara, asrara rodefet acharav. Jeder, der dem Regieren entflieht, dem jagt das Regieren nach. Also gut, Shaul ist unser Prototyp. Und darum wird er so vorgebracht als Beispiel auf der nächsten Linie. Shaul barach min asrara. Also erstens mal, Sie sehen, wie unsere Weisen das danach gelesen haben. Shaul flieht, nicht mehr und nicht weniger. Er flieht vor dieser Aufgabe. Er flieht vor diesem hohen, von diesem hohen Rang. Ja? Shaul barach min asrara, b'sha'a sheba'al imloch. Also zu dem Zeitpunkt, an dem er regieren sollen. Ja, aber und als Beweis dafür wird genau das gebracht, dass eben steht, hine hunechba elakelim. Er versteckt sich dort. Ja, okay. Und der Midrash bringt wie immer noch eine Farbe rein und sagt, als die da kamen und zu ihm gesagt haben, dass er nun König geworden sei, zum König gewählt sei, hat er ihnen gesagt, Ein Anira Uila Malchut. Ich bin des Königseins nicht würdig. Ja, und er hat sie nochmal geschickt, sie sollen das Urimbetum nochmal fragen. Und erst dann, als sie dann wieder gefragt haben, ein zweites Mal, erst dann hat er das Einverständnis gegeben. Ja, also wir sehen, Shaul wird hier eigentlich erstens mal mit Moschee verglichen. Moschees große Eigenschaft, das ist die Bescheidenheit. Und dieses ganze Verhalten, das wir nur so ein bisschen beobachtet haben bei Shaul, von sich klein halten, von nicht dazu, nicht das heraustreten lassen, das wird hier im Midrash sehr gelobt. Also eine, es wird zwar Parach, er ist geflohen. Na gut, aber wir sind geflohen vor der Ehre. Das ist eine sehr positive Eigenschaft. Und nun möchte ich Ihnen vorlesen, was ich inzwischen hier bekommen habe. Und Sie sehen es vielleicht nicht. Und zwar es ist hier irgendeine Diskussion losgegangen im Chat, die ich ein bisschen verpasst habe. Sticker hat uns mitgeteilt, dass Herr Jaffe schreibt, dass wenn alle Aliyah machen würden, dann würde es zu eng werden für alle. Ja, da habe ich eine gute Antwort drauf. Aber Herr Kahn hat noch gesagt, je länger, je mehr würden die Könige immer mehr Politiker als die verlängerte Hand der Leviten. Speziell, wenn wir später bei David und Schlomo schauen, das Konzept des Königs ist an und für sich fraglich. Aber eben, das Volk hat einen König verlangt und anscheinend gab es keine bessere Lösung. Und ich sehe darin gar keine Frage, sondern eine Bemerkung. Und ich danke Herrn Kahn für die Bemerkung. Und es ist tatsächlich so. Und was nun Herr Jaffe gesagt hat, mir ganz klar, in welchem Kontext, aber ich kann nur sagen, Herr Jaffe, wenn jemand Angst hat, dass in Israel keinen Platz mehr hat für alte Ideale, ja, machen, also für Sie hat es noch Platz. Okay, und jetzt schauen Sie mal, die Zeit ist jetzt zwar schon ein bisschen rüber, aber wenn Sie nichts dagegen haben,
noch ein bisschen, noch ein paar Minuten, ziehen wir es noch auf die halb zu, ja, halb elf. Schaffen wir schon noch. Gut, also ich habe jetzt für Sie entschieden, dieses Mal. Weil jetzt kommt nämlich, Moment. Jetzt kommt zuerst Folgendes. Den letzten Satz von dem Kapitel 10, den habe ich mit Ihnen noch nicht gelesen. Der letzte Satz von Kapitel 10, Moment, das ist der Satz Kafsein, genau. Und der Satz Kafsein erzählt uns etwas Unglaubliches, das das Ganze echt wieder kaputt macht. Uvneivlial, vom Wort Bulea. Bulea heißt aufschlucken, aufschlingen. Da hat so Bneiblia, so Aufschlinger. Also, man kann ja auf Deutsch sagen, so Schlegel. Na gut, das hört sich nicht genug schlimm an. Aber da kamen Männer, da kamen Menschen, die sind nicht so positiv eingestellt zum Ganzen. Und die haben gesagt, Bneiblia am Ruh, Ma Yoshi Enuse. Reelle Einschätzung der Situation. Was kann der schon für uns? Was kann der schon, was kann, auf Jiddisch, was kann er schon euch tun? Euch tun? Ja, was kann er schon für uns auftun? Was kann er machen? Der hat keine Erfahrung. Der war ja noch nie König. Wahrscheinlich war der vielleicht auch nicht so bekannt aus der militärischen Karriere. Nichts Besonderes geleistet. Wieso sollen wir dem jetzt nachgehen? Und deshalb, als Konsequenz davon, war Yiv-Zu-Hu. War Yiv-Zu-Hu. So muss man das lesen. Also, war Yiv-Zu-Hu ist ein Wort, das nichts Gutes voraus. Wort Baz heißt so etwas wirklich wie niederschätzen. Verachten. Sie haben ihn verachtet. Nicht nur, dass sie ihm keine Ehre gegeben haben, sondern sie haben ihn echt verachtet. Und diese Verachtung war schon so extrem, dass Shaul zumindest in ein Dilemma hätte kommen müssen, nachdem schon gesagt wurde, Yechiya Melech, Treibzug im Feuer. Yechiya Melech, der König, hoch soll er leben, hoch soll er leben. Okay, und nachdem Shmuel offiziell hinausgerufen hat als Melech, und nachdem Gott höchstpersönlich, wenn man so sagen kann, seinen Kostenstempel gegeben hat für Shaul. Wie können die, es waren es diese Leute, diese Bnei Blial, es steht hier nicht wie viel, vielleicht eine kleine Gruppe, vielleicht eine größere. Und die verachten ihn. Und es steht nicht genau aktiv, wie sie ihn verachtet haben. Aber passiv sieht man das schon. Sie haben ihm kein Mincha gebracht. Mincha bedeutet Geschenk. Sie haben ihm kein Geschenk gebracht. Das ist ja unerhört. Vermutlich haben alle anderen ja ein Geschenk gebracht. Und diese Benedial, provokativ, haben das nicht gemacht. Und da stellt sich schon die Frage, Moment, was macht man jetzt? Darf Shaul jetzt schweigend diesen, es ist nicht ein Protest, es ist eine Verachtung und damit eine echte Herausforderung. Darf er sie übersehen, darf er sie ignorieren, darf er schweigend daran vorbeigehen? Oder muss er einen ersten Akt der Vereinigung des Volkes und auch der Klarstellung machen? Ihr habt jetzt einen König, so wolltet ihr. Und da sieht es ein bisschen anders aus, da kann man nicht einfach nicht mitmachen. Sehr schwierige Situation. Und das danach erzählt uns Vayehi Kema Charish. Das Wort Macharish kommt vom Wort Cheresh. Und einige von Ihnen, von euch, weiß, dass Cheresh bedeutet taub. Er hat sich also taub gestellt. Vayehi Kema Charish. Er hat sich taub gestellt.
unsere Weisen sind nicht ganz zufrieden mit dieser Reaktion. Und ich möchte Ihnen hier eine Stelle aus dem Talmud zeigen, damit Sie sehen, wie dieselben heiligen Quellen uns an einer Stelle die Bescheidenheit von Shaul loben können und an der anderen Stelle gar nicht zufrieden sind mit der zurückhaltenden, der bestimmt demütigen Reaktion Shauls, einverstanden zu sein. Das heißt, im Talmud Bavli, im Traktat Yoma, Daf Kaf Bet Amud Bet und Daf Kaf Gimel Amud Alef heißt es Amarav Yehuda Amarav Mipneman Enash Shaul. Also wir wissen ja, dass später dann Shaul bestraft wird. Was ist eigentlich der Grund dafür? Weshalb wird er bestraft? Und die Antwort ist ganz einfach. Mipnei Shemachal Al Kvodo, weil er auf seine Ehre verzichtet hat. Er hat ihr, das wird ihr genau gebracht, bei Yehike Macharish, er hat sich taub gestellt, als er eigentlich hätte sehr entschieden reagieren hätte müssen. Und dann wird das noch ausgebaut und es wird ein ganz scharfer Satz gesagt, hier durch Rabbi Yochanan aus der ersten Generation der Amoraim, der Zeit der Gemara, ca. 1800 Jahren, hat Rabbi Yochanan gesagt, Kol Talmid Chacham, nicht nur ein Melech, sondern auch ein Talmid Chacham. Kol Talmid Chacham, also jeder Weise, She'eno Nokem Venoter Kenachas, der nicht sich rächt wie eine Schlange, Eino Talmid Chacham, dann ist die Gemara sehr erstaunt. Und sagt, es steht doch in der Tora, darf ich nicht rechnen. Und es werden andere Beispiele gebracht. Unsere Weisen sagen doch an einer anderen Stelle, es sei besser, man gehöre zu denen, die beleidigt werden, als die anderen beleidigen. Und es heißt dann noch an einer anderen Stelle, heißt es, dass man soll quasi die Dinge übersehen. Man soll kolamavira, wie du darfst, man berindo alkohol pschaab. Das wäre derjenige, der so ein Auge zudrückt, der darf darauf zählen, dass auch Gott ein Auge zudrücken wird, wenn er dann drankommt, wenn er beurteilt werden soll, oben oder geurteilt. Ist doch gut, sagt ihm, das ist alles unter einer Bedingung. Der Mephais soll der Mephais. Natürlich, wenn derjenige, der hier aggressiv war, der beleidigt hat, dann sich auch quasi entschuldigt, dann gilt das alles, was hier oben steht. Aber wenn dem nicht so ist, dann muss das Talmid Chacham auf die Ehre der Torah bestehen, dann muss der Melech auf die Ehre der Melucha bestehen und insofern hat Shaul einen Fehler gemacht. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für das Verständnis dessen, was nachher kommen wird. Shaul zeigt hier keine Courage gegen die ersten schon aufkommenden Stimmen im Volk. Und das wird ihn später, die werden es in ein paar Kapiteln erleben, wird ihm das sehr teuer zu stehen zu kommen. Und zum Schluss, im 11. Kapitel, sehen wir schon, wie Shaul zur ersten Handlung, eigentlich königlichen Handlung, gezwungen wird. Er muss das Volk organisieren, militärisch, gegen Nachash, Melech Amon. Vielleicht werden wir nächste Woche noch ein paar Worte über ihn sagen. Er hat keinen besonders schönen Namen, er heißt Schlange, Nachash, vom Amon, ein Volk, das wir nicht besonders sympathisieren. Und dann heißt es dort dann im 12. Satz des 11. Kapitels, Vayomer Ha'amel Shmuel, Entschuldigung, das Volk wendet sich an Shmuel, sehr interessant, und sagt zu Shmuel, Mi Ha'omer Shaul Yimloch Aleinu, Tnu Ha'anashim Ohne Mit Dem, ja. Also diejenigen, die Shauls Autorität nicht akzeptieren, die wollen wir gerade mal zur Rechenschaft ziehen und umbringen und sagen diese Leute zu Shmuel. Okay. Und dann interveniert Shaul zum ersten Mal eigentlich, indem er spricht. Das ist das erste Wort, das wir hören. Bayoma Shaul loyumat ish. Bayoma se. An diesem Tag wird kein Mensch umgebracht. Ki ayoma sashem tshuav Israel. Gott hat heute eine große Rettung gebracht für Israel. Okay?
Und damit eigentlich hat Shaul ein erstes Machtwort gesprochen, auch wenn es ein Machtwort ist, welches seine Macht ein bisschen einschränkt. Er sagt, ich werde niemanden zur Rechenschaft ziehen heute und es wird auch niemand jemanden zur Rechenschaft ziehen, auch wenn es Leute sind, die mich nicht akzeptieren. Und erst dann im 14. Satz gehen wir zum nächsten Schritt. Wir machen dort, sagt Shmuel nun bei Gilgal, einen weiteren Akt der Erneuerung der Monarchie im jüdischen Volk. Und dann geht tatsächlich das ganze Volk zum Gilgal. Und dort wird Shaul in einem wahrscheinlich sehr festlichen Zeremonie zum König nochmals gekrönt. Es werden dort auch Opfer dargebracht. Und dann steht hier ein ganz, ganz ein schöner Abschluss für heute, so eine Art, ein Happy End, würde ich beinahe sagen. Und darum will ich es auch in einer anderen Farbe, ich hoffe, es wird mir gelingen. Also hier steht, Moment, hier steht nun, Vayismach, oh, mir gelungen, Vayismach Sham Shaul, Vechol Anshei Israel, Ad Meot. Also die Freude war gar groß, sowohl bei Shaul als auch bei allen Anshei Israel. Und lassen wir es doch heute so stehen, in der im Ende vom 11. Kapitel. Ich glaube, das ist das Ende, jawohl. Und nächste Woche, so Gott will, werden wir weiter lernen. Ich hoffe, Sie werden dabei sein. Jetzt vielleicht zum Abschluss Ihr Feedback oder einfach Bettmümpfeli etwas zu sagen. Ja, ich hätte noch eine Frage, Rabbi Peel. Und zwar, wie ist die Rollenaufteilung angedacht zwischen dem Navi und dem Melech? Weil das ist nicht ganz klar. Hier sieht es so aus, wenn der Navi Shmuel den Shaul zum König prügeln muss, damit er eigentlich König wird. Aber es ist mir nicht ganz klar vom Konzept her, was eigentlich die Rolle vom König sein soll und diejenige nachher vom Navi, wenn der König mal eingesetzt wird. Oho, jetzt hast du ein bisschen zu schnell gesprochen, Sascha. Müsstest du das nochmals ein bisschen langsamer? Okay. Ins Cage. Das ist so, du es nochmal. Mich interessiert die Rollenaufteilung zwischen dem Navi und dem Melech, dem König. Weil es ist nicht ganz klar, wenn wir jetzt den Text so lesen, sieht es so aus, wie wenn Shmuel Shaul zum König prügeln muss und nicht eigentlich ihn zum König erhebt. Und siehst du auch die ganze Reaktion im Teil des Volkes. Und es ist auch nicht ganz klar nachher, wie soll die Aufteilung genau aussehen. Was ist das Konzept genau dahinter? Kannst du dazu was sagen? Gut, ich werde dir wieder eine diplomatische Antwort geben. Ich glaube genau, als erstes mal glaube ich, dass Shmuel der letzte Prophet sein wird. Das ist eigentlich klar. Er ist der letzte Prophet, der auch der in sich vereint sowohl Navi wie auch Melech und Shofet. Wie gesagt, ab jetzt wird das getrennt sein. Jetzt das genaue Konzept und das Relationship zwischen Melech und Navi, genau das wird das Spiel sein, welches wir nun verfolgen werden. Vom nächsten Kapitel an bis eigentlich zu dem schmerzhaften Punkt, wo wir sehen werden, dass gerade am Nichtverstehen oder am nicht genug Verstehen von dieser Balance zwischen Prophet und König wird Shaul scheitern. Ja, lass die nächsten Kapitel ein bisschen sprechen, Sascha, und du wirst sehen, das ist eigentlich eins der zentralen Themen. Also das war eine Antwort, die keine Antwort ist, aber die hoffentlich auf der Stange hält. Ich werde weiter zuhören, die nächsten Wochen. Okay. Ja, genau. Ja, ich meine, es ist wirklich interessant. Ich meine, wir haben
wir haben das Privileg, jetzt wirklich Sefer Schmuel zu lernen, und Sefer Schmuel ist wirklich die Scharniere, es ist so zentral und so wichtig und ist auch zum Verständnis der heutigen Zeit. Wir haben ja heute zwar keine Propheten, aber wir haben ja immer auch diese Stimme der Religiösen, quasi derjenigen, die das quasi, die göttliche Stimme zu vertreten meinen. Das ist natürlich ein bisschen, ich bin da sehr vorsichtig, ja, darum drücke ich mich so aus. Und die wollen den, Regierenden sagen, wo es durchgeht, oder die Regierenden manchmal wenden sich an diese, sagen wir mal, die Vertreter dieser religiösen, sagen wir mal, Gemeinschaft, als ob das der Prophet wäre, von dem sie erwarten, dass er ihnen sagt, wo es durchgeht. Das ist wirklich sehr interessant. Sogar die Ausrufung des Staates Israel, das wissen viele nicht. David Ben-Gurion hat sich beraten mit Rav Maimon, der danach ja, wenn ich mich nicht irre, der Minister wurde für religiöse Belange. Er hat sich tatsächlich mit ihm beraten, ja oder nein, den Staat auszurufen. Und immer, und auch vor Kriegen und politischen Entscheidungen, ist es immer wichtig gewesen, den Propheten anzufragen, also den Quasi-Propheten anzufragen. Also ich meine, was ich damit sagen möchte, ist, dass die Thematik ist wie immer eine ganz, ganz heiße, aktuelle. Ja. Und darum finde ich es ganz wichtig, dass wir es lernen, denn deshalb haben wir es auch überliefert bekommen. Wie wir schon einige Male bemerkt haben. Es ist ja noch einiges geschrieben worden, ich habe nicht ganz verstanden, warum, was gemeint ist mit Ruchlosen, das habe ich einfach nicht ganz verstanden. Moment. Ah, jemand hat hier. Ah, okay. Also, das ist ja alles schon passiert. Okay, gut. Ja, gut. Dann wünsche ich euch allen, glaube ich, ist eine gute Nacht. Wir haben es alle verdient. Hier in Israel schon beinahe Mitternacht. Und alles Gute. Agite Woch. Todah Rabah Velaila Tov. Wünsche ich euch auch. Und Kol Tov. Vielen Dank, Yishar Koach, und wir sehen uns nächste Woche. Wir haben das auch, können Sie im Agenda sehen, aber wir haben jetzt 2 Wochen Semester in den Mod und dann unter die Ferien, die europäischen Ferien, gehen wir auch 2 Wochen Pause unter unserem Semester und wird es dann weiter. Also die zwei letzte Woche von Dezember und Anfang Januar, ab 4. Januar geht es weiter. Aber nächste Woche sind wir noch da. Also wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank, Rav Bruckner, und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Danke Ihnen, Rav Speaker. Danke allen. Und auf. Litterot. Leider tot. Ah ja, ich bin in Zürich, in